Tag. Mein Name ist Ilke Wolf. Ich bin Autorin des Buches Chronisch Gesund, ein Kochbuch mit ganz vielen, ja, entzündungshemmenden Rezepten und ganz, ganz viel Mindset, Gesundheitsmindset, was dazu gehört, ja, langfristig gesund zu bleiben, wenn du eine chronische Erkrankung hast, so wie ich, oder auch mein Mitautor Kevin Hoffmann. Wir sind mit Multiple Sklerose dabei, kannst du aber auch bei anderen chronischen Erkrankungen anwenden. Warum ich mich jetzt hier auf allen Kanälen zeige, hat einen Grund. Nämlich, Sonntag ist schon der erste Advent und ich habe mir was ausgedacht als kleine Ergänzung zu unserem Kochbuch, was jetzt auch bald ein Jahr alt wird. Und diejenigen, die jetzt schon reingeschaltet haben, begrüße ich mit einem wunderschönen guten Morgen. Ich erzähle heute davon, dass es eine Rezepterweiterung zum Kochbuch gibt und ganz, ganz kostenfrei. Und wie du da mitmachen kannst, was das ist, das kommt jetzt. Und zwar, wir kennen das alle. Weihnachten, Adventszeit, diese duftenden Verführungen, die aber leider meistens in der Menge, sage ich mal, ich meine, ein so ein leckeres Plätzchen schadet nichts, aber in der großen Menge über die lange Zeit, gerade ja den ganzen Dezember über und eigentlich fängt es im Supermarkt ja schon im September an mit den leckeren Lebkuchen und Spekulatius, sind wir ständig Entzündungsträgern ausgesetzt, die, wenn du eine chronische Erkrankung hast, naja, da darf man vorsichtig sein. Wie du es, wenn du mein Kochbuch kennst, aber ja, weißt von mir, ich baue mir meine Ernährung einfach entzündungshemmend um, ohne irgendwelche Einbußen zu machen. Und das habe ich jetzt auch mit Adventsrezepten gemacht. Die ja, Klassiker wie, ach, lass dich überraschen. Du kannst dir nämlich jetzt, indem du dich in meinen E-Mail-Verteiler einträgst, den ich dir unten verlinkt habe, www mit Ilke chronisch-gesund-advent, kostenfreie Rezepte herunterladen. Das erste kriegst du sofort und dann mit jeder Adventskerze einmal wöchentlich ein neues und wenn du später eingestiegen bist, dann eine Zusammenfassung. Diese Adventsrezepte beinhalten ja Grundregeln, chronische Entzündungen und somit auch eine chronische Erkrankung im Vorfeld einzudämmen, dass Entzündungen nicht aufflammen. Und das funktioniert auch ohne ständigen Verzicht. Oder dass man sich, ja, wenn man auf seine Ernährung achten möchte, immer zurückgesetzt fühlt und das nicht darf und das nicht darf. Das stimmt alles nicht. Es gibt immer einen Weg, wie man, ja, seine Ernährung, sein Leben trotz chronischer Erkrankung genießen kann, auch in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit mit diesen ganzen Verführungen und dazu, ja, möchte ich ein Beispiel geben, wie das gelingen kann und gutes Vorbild sein und dich inspirieren. Und ja, schau gerne mal rein. Unten ist der Anmeldelink zum Advent entzündungshemmend. Und ich freue mich über jeden, der dabei ist. Und wenn du mitmachst, also das Rezept direkt ausprobierst und dann, ja, schön am Adventssonntag, ja, die Plätzchen genießen möchtest, dann teile das doch auch gerne hier auf Facebook oder auf Instagram, um ja alle anderen mit zu motivieren. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Teilt die Aktion auch gerne weiter. Auch ja, Menschen, die das Kochbuch noch nicht kennen, sollen eingeladen sein in ja, eine Adventszeit, wie man das entzündungshemmend gestalten kann. Nur als Beispiel, das kann man mit allen Rezepten machen, die einem lieb und teuer sind. Und wenn du da Hilfe brauchst, biete ich natürlich auch Begleitung bei sowas an. Aber da schau einfach auf meine Webseite. Ich wünsche dir ja einen wundervollen Tag und einen wundervollen Start
in die Adventszeit und bleib auf jeden Fall gesund und ja, ernähre dich entzündungshemmend. Und wie das geht, findest du in meinem und Kevins Kochbuch. Tschüss, ihr Lieben!